So, hallo, ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing. Heute mal wieder ein schönes Mediabook aus dem Hause X-Rated, hatten wir ja schon lange nicht mehr. Euro Cult Collection, die Ausgabe 23, ist ein bisschen verzögert, ja. Letztes Mal habe ich euch ja die 25 vorgestellt. Und diesmal, ja, mal was ganz anderes. Nicht so ein typischer Horror, aber dafür so ein schöner, harter Trash-Film mit viel nackter Haut, Action vom Allerfeinsten und so weiter und so fort. Also da geht richtig die Post ab bei Provinz ohne Gesetz. Ja, ist das nicht toll? Zwei Coverversionen gibt es, Cover A und Cover B. Cover A auf 444, Cover B mit 333 Exemplaren. Und bevor ich jetzt hier mich verbabbel, packe ich das Ding jetzt mal vorsichtig aus. Und zeig's euch, was sich da so alles verbirgt. Man merkt so, die Sommerpause ist vorbei, es ist Herbst oder es wird langsam Herbst und dann kommt ja schnell der Winter und dann werden die Nächte länger, die Abende und so weiter und man hat mehr Zeit vor der Klotze. Von daher kommen so in der nächsten Zeit wirklich richtig tolle Sachen raus. Eins davon ist hier Provinz ohne Gesetz. Wir haben eine DVD drin, wir haben eine Blu-ray drin und Richard Harrison spielt mit. Ja, das darf man nicht vergessen. So, X-rated, Provinz ohne Gesetz und hier unten der Hinweis ECC 23, also die Eurocult Collection Nummer 23. Natürlich ist der Film in der Uncut-Version und erstmalig ist dieser Film in HD und soll in einer fantastischen Bild- und Tonqualität sein. Ich lasse mich echt überraschen. Ich habe mir analogischerweise noch nicht gesehen. Ja, was steht denn hier so alles drauf? Na, ein schönes Interview, ein aktuelles Interview mit Eurocult-Star Richard Harrison mit 70 Minuten ist hier drauf. Dann hat diese Edition noch einen kostenlosen Bonusfilm auf DVD zu bieten. Und natürlich gibt es dann wieder Audiokommentare und ein 16-seitiges Booklet mit einem Exposé, welches alle Trash-Register zieht. Wahnsinn, ich bin wirklich gespannt. Regisseur Mario Bianchi zeigt die harte Realität im Leben eines italienischen Polizisten. Provinz ohne Gesetz ist Trash, nackte Haut und Action vom Allerfeinsten. So, hier unten haben wir die Lauflänge, die Angaben 75 Minuten natürlich auf der DVD. Etwas länger geht das ganze Ding auf Blu-ray. Und hier nochmal der Hinweis auf Mediabook Cover A, welches auf 444 Exemplaren limitiert ist. So, wir machen es mal auf und schauen es uns mal an. So, hier vorne ist dann die Limited Edition Nummer. In dem Fall habe ich die 423 abbekommen. Blendet wieder heute mal ein bisschen. Tut mir leid. Hier haben wir die Blu-ray. Dann haben wir hier Kommando Sicu, Provinz ohne Gesetz. So, das Booklet. Booklets bei den Eurocult Collections sind ja immer doch sehr ergiebig und sehr, sehr informativ, so möchte ich es mal sagen. Sehr viel Text natürlich wieder drin. Ein paar nette Fotos. Dann haben wir hier wieder sehr viel Text, mittig zwei Klammerheftungen, das ganze Booklet aber zusätzlich verklebt, also das ist wirklich bombenfest drin. Und dann haben wir hier nochmal das Videomotiv von Anno Tobak, X-Rated Limited DVD. Ach nee, das ist gar kein Videomotiv. War das eine DVD? Ich weiß es nicht. Also ich kenne das Motiv nicht, muss ich sagen. Ist mir irgendwie an mir vorbeigegangen. Dann haben wir hier wieder ein paar Fotos drin. Und hier das italienische Plakatmotiv. Oder was ist das hier? Nee, das ist die Filmmusik. Das ist. Keine Ahnung. Es sieht mir auch irgendwie aus wie die Filmmusik oder so. So ein Plattencover. Ich kann es echt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ja, auch hier Nippelalarm. Und dann haben wir hier den Bonusfilm auf DVD: Mondo Brutale 2. Es begann um Mitternacht. Auch schick, oder? Ja, da kann man sich natürlich jetzt streiten, welcher Film jetzt vielleicht der bessere ist. Ich weiß es nicht. Ich kenne Provinz ohne Gesetz kenne ich nicht und von daher lasse ich das mal irgendwie eine Bewertung außen vor. Ja, das ist doch, sieht doch ganz nett aus. Da hat sich mal wieder X-Rated jede Menge Mühe gemacht, ja? Sowohl Ausstattung als auch die Optik ist hervorragend und ja, es soll auch jede Menge
Bonusmaterial drin sein. Ne? Also es ist ein Original-Kino-Trailer drin und wie gesagt, dann das Exklusiv-Interview, was nur für diese Edition hergestellt wurde, mit Richard Harrison. Und ja, natürlich kann man wählen zwischen der deutschen, italienischen oder englischen Sprachausgabe. Und ja, ich denke mal, wenn das Bild wirklich so fantastisch ist, wie von X-Rated angekündigt, dann, dann kann man als Sammler oder Fan von dieser Sorte Film sehr, sehr glücklich sein. Prima. Ging ja ganz flott heute. Habe mich heute gar nicht so lange aufgehalten mit Rumgequatsche. Deswegen sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und freue mich dann zur nächsten Ausgabe oder dass ihr dann dabei seid bei der nächsten Ausgabe vom Bloody Unboxing und dann werden wir Crimson Peak zeigen. Ja, das Steelbook. Okay, Dankeschön. Tschüss.